Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Eisplaneten gelandet. Es gibt neue Waffen, der Scorpion, es gibt einen Schlüssel-Upgrade, es gibt Frieren und Minibombe und so weiter und so fort. Diese ganzen Upgrades, da komme ich eh noch nicht so ganz klar. Ich bin aber noch nicht so beschäftigt, deswegen komme ich damit wahrscheinlich noch nicht klar. Der Schnee fällt. Perfektes Sauna-Wetter. Wir starten hier einfach mal, ne? Ja, was machen wir so? Aus der Tiefe springen und rumschreien oder was macht ihr? Also, das Spiel ist ähnlich, wie ich erwartet hatte, einfach nur rumlaufen und rumballern. Also nicht wirklich viel nachdenken, nicht wirklich viel anspruchsvolle Jump-Passage und so weiter und so fort, sondern einfach nur rumballern. Aber es macht aus irgendeinem Grund mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Also ich hatte jetzt gedacht, das könnte nach einer Zeit sehr, sehr, sehr eintönig werden, aber bislang ist es noch nicht. Mein Schadensbericht sieht schlecht aus. Darf ich mich zurückziehen? Okay. Ist nicht drin. Wir brauchen dich. Okay. Das stärkere Gegner war da hinten. Wie, das war's schon? Herausforderung beendet, denn das war jetzt ja super schwer. Okay. Undurchdringbare Kraftfelder teilen den Tempel in drei Abschnitte. Das Darkstar-Team muss die Kraftfelder von ihrer Energiequelle abschneiden. Wir schneiden mal die von ihrer Energiequelle ab. Sehr schön. Werden wir jetzt abgeschossen? Oh, von da. Dann würde ich vorschlagen, wenn da hinten so ein Ding mal rumsteht, nehmen wir uns das auch mal zuerst. So, haut alle ab. Ich schon mal drehen. Die Schildverbindung ausprobieren. Drücke die Richtungstaste rechts, damit ein Bot ein Schild um einen anderen erstellt. Hinten überwachen bringt uns aber gerade nichts. Zerstörer! Und schon fängt das Spiel da ordentlich an zu laggen, weil einfach zu viel passiert. Dass die Spieler so einen Grund überfordert. Weil es vermutlich nicht so super gut programmiert wurde. Also ich muss sagen, die HD-Version kriegt von mir schon einige Abstriche. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Original sehr, 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 sehr gut war. Wie gesagt, die HD-Version kriegt dann einige Abstriche, weil dafür, dass da eigentlich HD-Texturen jetzt drin sein sollten, ist es doch ziemlich fehlerhaft. Vor allem Texturen, viele Soundbugs sind drin, die wahrscheinlich im Original so auch nicht drin waren. Und selbst wenn sie so drin waren, dann sollte man sowas in der HD-Version dann rausmachen. Und ja, und weiß ich nicht, wie gesagt, das leckt sehr stark an vielen Stellen, vor allem wenn viel passiert wie jetzt gerade. Also was sollte eigentlich nicht passieren, wenn das Spiel für eine Konsole der nächsten Generation ein Remake wird. Beziehungsweise ist ja nicht mein Remake, es ist ja einfach nur HD-Textur drauf geklatscht. Genau dann sollte eigentlich keine Frame-Einbrüche passieren, weil die Hardware einfach noch viel, viel, viel stärker ist als die von der PlayStation 2. Wenn die PlayStation 2 das einigermaßen aufnehmen konnte, warum dann nicht die PlayStation 3? Also kann nur an schlechter Programmierung liegen. Aber so sind ja die meisten HD-Remakes, dass da nicht ganz so viel Liebe reingesteckt wird, als wenn es das Originalspiel wäre. Eigentlich ganz gut zurecht hier. Hoffentlich bleibt das so. Und sind noch zwei Knotenpunkte. Der eine ist dort.
Punkt, aber egal. Wir haben ihn gekriegt, das ist eigentlich alles, was zählt. Hilfe! Und ich Leben verloren, als jetzt das Flug von hinten kam. Führt das unser Leben noch... Ja, ist gut, dass wir da unser Leben von dem Viech hier auf, das ist nicht so schlimm. Sollten wir den Rest da hinten auch schaffen. Sieht so aus, als wenn wir dann schon am Ziel wären. Also, sag auf Wiedersehen, du komisches Drecksviech. Jawohl. Angriff! Okay, dann kriegen wir schon mal. Schön, dass der den mit dem Schutzschild angreift. So, den hat keiner Schaden. Und wir haben es gepackt. Ja, das war wieder eine einfache Herausforderung. Wie sich der Bolzen dreht. Die nächsten Knotenpunkte wurden hinter diesen kostbaren Steinverzierungen versteckt. Hier bei Dreadzone kümmern wir uns um die Bewahrung kultureller Schätze. Spätere Generationen werden auf Aufnahmen von Dreadzone sehen, wie diese Kostbarkeiten in die Luft gejagt werden. Okay, Schlüssel-Upgrade, das wird als erstes gemacht. Ich kann mir das ein bisschen versparen. Dann Angriff. Da hinten sind zwei Punkte. Ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an. Also hier durch. Da warten schon die ersten Gegner. Level 7. Feuern, 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 feuern. Weg. Weg. Okay, eigentlich wollte ich hier drehen, aber... Mein Frieden, dann kann der lieber drehen, dann kann ich ihn lieber beschützen. Ich glaube, unsere Feuerkraft ist ja doch ein bisschen stärker. Okay, wir müssen eh nach unten. Lauf, Ratchet, lauf! Ich brauche nicht laufen. Hey, der Richter ist ganz schön stark. So. Damit haben wir zwei Punkte schon mal erledigt. Da vorne können wir den dritten machen. Drauf! Verdammt! Ich habe geschafft, das Viech zu erledigen, aber hier sollten wir jetzt packen. Dann können wir hier noch hoch. Und ich will mal kurz erledigen. Wir haben den letzten Punkt. Dreh mal. Sehr schön platt gemacht und dann fehlt nur noch der Punkt in der Mitte. Und dann haben wir's.
dann zu dem schon. Oh, hierzu fehlt nur noch der Punkt. Hier sind noch einige im Weg. Vorher ausgeschaltet werden wollen. Ja, und dann haben sie da noch einige Gegner. Damit hätten wir die auch. Wenn wir doch schon mal eh hier sind, dann können wir uns dann gleich nochmal ein bisschen Munition kaufen. So, weg. Weg. Oh. Weg. Gut, wenn wir schon rein können, dann würde ich auch reingehen. Dann müssen wir uns nämlich um die Geschütze nicht mehr kümmern. Müssen wir hier drin das bisschen wegmachen, dann kannst du schon mal schrauben. In der Zeit machen wir die Viecher hier weg. Hier mach du schon mal ein Schutzschild. Ist doch alles gut, jawohl. Kampagne abgeschlossen. Eine blaue Medaille. Ah, okay, ab jetzt kriegen wir blaue Medaille hinter wie. Eisgelegt, Todesschuss, Schwarmschläge, Roboter im Lauf. Machen wir mal auf Eis gelegt. Ach, hier kriegen wir Waffen zugewiesen, die wir die so aufsammeln, oder was? Hilfe, 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 wir werden sterben, 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 wir werden sterben. Okay, das macht das Ganze auf jeden Fall anspruchsvoller, wenn man nicht einfach jede seiner Waffen verwenden kann, sondern nur die, die das Spiel einem vorgibt. Weil schon haben wir keine Waffen mehr. Wir brauchen jetzt dringend die hier. Und dann Angriff. Wir haben eigentlich am Anfang schon ziemlich verkackt. Wir haben viel zu viel Leben verloren, gleich in den ersten paar Metern. Hätte auch anders laufen können. So, da vorne ist der. Sind diesmal zum Glück nur 4 Punkte. Du mal, du kannst dich mal beschützen. Holzgewehre. Du kannst die Sturmstiefel benutzen, um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Ja, ich habe aber gerade leider nicht gelesen, wie das geht. Weil ich nicht weiß, wie das geht, muss ich erstmal weg. Oh Mann, wir haben viel zu wenig Leben, viel zu wenig Leben. Wir sind tot, das schaffen wir nicht. Ja, schön, dass er jetzt Level 3 ist. Wir schaffen das trotzdem nicht. Die Hälfte haben wir geschafft und wir haben noch 2 Leben. Also sorry, aber beim besten Willen, das ist nicht mehr machbar. Das ist beim besten Willen nicht mehr machbar. Leben! Oh mein Gott! Wow! Ist zum Glück nicht anspruchsvoll. Weiter. Ist auch noch Leben. Jetzt könnten wir es doch noch packen. Wieder auf. Geschafft. Puh. Das war aber echt schon anspruchsvoll. Todesschuss. Jetzt freuen wir uns auf maximale Fahrzeugrandale. Fahr ohne Gnade und jag alles in die Luft, was dir in die Bahn gerät.
immer verkehrt. Einfach nur alles kaputt ballern oder was. Jackpot-Zeit noch 6 Sekunden. Was heißt denn Jackpot-Zeit? Ich habe das Spiel noch nicht ganz verstanden, aber wir müssen auf jeden Fall alles kaputt ballern, wenn ich das nicht verstanden habe. Keine Zeitbegrenzung, wir haben da unten eine Jackpot-Zeit stehen, was auch immer das bedeutet. Da gibt es ja doppelte Punkte oder so ein Kram. Aber aktuell läuft es ja auch ganz gut. Ja, das Ergebnis ist doch schon überboten. Was wollt ihr denn noch? Da vorne ist das Ziel, da müssen wir jetzt rein, oder was? Okay, ich habe zwar nicht verstanden, was hier ran jetzt anspruchsvoll sein soll, aber... Gut, wir haben die Herausforderung beendet. Was auch immer wir jetzt super gemacht haben. Schwarmschläge. Die nächste Herausforderung ist ein schieres Chaos. Chaos-Schwärme. Mal sehen, wie viele Feinde Ratchet zerstören kann, bevor die Zeit abläuft. Wir müssen auf jeden Fall einige erledigen. Alles für mich! Eine Silbertrophäe. So einfach wird man hier eine Silbertrophäe. Auf jeden Fall war das sehr, sehr easy alles. Wir haben ja noch mega viel Zeit. Okay, jetzt haben wir eine nicht ganz so gute Waffe. Zumindest nicht so ganz so gut für die Schwärme. Gut, die ist jetzt auf Level 3. Und da haben wir auch schon wieder die Schrot. Ich nenne sie meine Schrotflinte. Weil die funktioniert nun mal wie eine. Die andere erstmal da liegen. Sieht so aus, als würden wir das in der Zeit schaffen. Level 6. Jetzt brauchen wir jetzt aber wieder eine gute Waffe. Und die haben wir hier auch. Ah, das packen wir in der Zeit. Toll. Also die erste war schön anspruchsvoll, aber danach geht's eigentlich. Meine Damen und Herren, nun heißt es töten oder getötet werden, denn wir kommen zur Annihilator-Runde. Ratchet muss Angriff um Angriff tödlicher Feinde überstehen. In Runde 2 habe ich noch nur diese kleinen Mistviecher hier erledigt. Das ist aber nicht anspruchsvoll. War das in Runde 3 schon? Ist hier der leichteste Arena-Kampf jetzt oder was? Runde 4? Also wenn die zweite Hälfte jetzt nicht anspruchsvoll wird, dann beschwere ich mich hier. Aber das war jetzt ja bislang so easy. Und hier kommen jedes Mal 4 Gegner oder so. Das ist doch nicht anspruchsvoll. Doch mal an, was wir für Missionen hätten schaffen müssen, um überhaupt diese Mission in Fall zu schalten. Ah, tschüss. Du auch und Grant kannst auch auf Wiedersehen sagen. Schon die vorletzte Runde. Und die letzte. Es war ja gar nichts hier. Das war die einfachste Mission seit langem. Mein Gott, war das easy. Also so ganz haben wir das mit dem Schwierigkeitsgrad auch nicht raus. Und dann auf einem anderen Planeten, auf Orxon. Und dann kommt schon der nächste Gegner von den 4 oder was. Haben wir dann die Hälfte des Spiels geschafft?
wenn wir 2 von 4 Gegnern besiegt haben. Jedes Kind weiß, dass einem der richtige Schlafanzug Superkräfte verleiht. Ich bin Gammatron. Meine Augen feuern Laserstrahlen ab. Ich bin Reaktor. Ich kann Metall essen. Ich bin Killerfalke. Ich kann fliegen. Das ist meine Lieblingsstelle. Sir, wir haben die neuesten Verkaufszahlen. Und, wie sieht's aus? Niemand kauft die neuen Ace Hardlines-Produkte. Die Verkäufe nehmen überall ab, außer bei pelzigen Lombax-Ohren. Die verkaufen wir? Ja, Sir. Die gehören zum Kleinkinder-Kampfset. Da hat offensichtlich jemand ganz großen Mist gebaut. Geh zur B-Ebene und lass dich verschrotten. Ja, Sir. Halt! Sir? Ordne auf dem Weg noch das Labor an, einen Zielgruppentest zu starten. Ich will wissen, warum das Zeug sich nicht verkauft. Ich kümmere mich darum, Sir. Die als Lombax einfach wesentlich sympathischer sind, mein Freund. Wir verkaufen uns halt. Sehr gut. Wir befinden uns auf dem wunderbaren blargianischen Heimatplaneten Orxon und überblicken eine riesige Raritanium-Bergbauanlage. Jede Woche navigieren sich Herausforderer durch die Anlage mit nur einem Ziel im Sinn, sie zu zerstören. Sir, darf ich ganz offen sprechen? Die Sache hier stinkt zum Himmel. Ja, kann ich mir vorstellen. Skorpion, den kaufen wir mal. Einen Skorpion. Schauen wir uns mal an, was hier verschwartet. Zwei Pfaden wählen, aber sie sind beide gleich gefährlich. Ich nehme mir den ersten gefährlichen und dann den ganz gefährlichen. Links, dann viel Glück. Okay, das ist wohl eher so eine Nahkampf-Ding, was wir jetzt hier gekauft haben. Also für uns vollkommen unnütz. Sah schon so ein bisschen aus wie so ein Morgenstern, aber ich hätte gedacht, dass wir hier ausgerechnet in diesem Spiel halt keine Nahkampfwaffen bekommen. Dann hackt ihr mal. Mal weiter. Down! Auch weg! Weiter geht's! Hi. So. Oh. Da hinten hat eben gerade ordentlich was Schaden rausgehauen. Der halbe Weg ist absolviert und ich hätte mal wieder Lust auf ein Gemetzel. Halbe Weg schon? War das bis hierhin gar nicht so schwer, wie ich es erwartet hatte. Wenn die meinten, gleich gefährlich. So, geht doch. Haut mal alle ab, wir können hacken. Bleiben Sie dran, Sie haben nur noch ein Kraftfeld. Dann wären wir dann auch schon da. Nur noch eins? Was? Das war schon? Das war ja voll anspruchsvoll, oh mein Gott, war der super gefährlich, dieser Weg. Ich hatte ja richtig Angst vor dem Weg, so gefährlich war der.
Wir hätten wirklich eine Schwierigkeitsstufe höher nehmen sollen. Aber das kann ja keiner ahnen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Also bislang ist hier nichts, nichts anspruchsvoll. Muss unser Kandidat die zweite Ebene erreichen und 6 Hauptknotenpunkte einnehmen. Machen wir. Vorher Munition kaufen und dann los geht's. Damit sage ich auf Wiedersehen. So. Erstes großes Drecksviech erledigt. Und dreht mal schön. Das war der erste Knotenpunkt. Und damit hat sich das erste Ding da aufzudrehen. Oh, da dürfen wir nicht rein. Eingenommen und dabei haben sie ganz schön ausgeteilt, oder doch nicht? Ha, zum Totlachen! Wenn es doch nur so wäre. Juanita, du musst mich nicht so persönlich angreifen. Wir sind schließlich beide Profis. Hilfe, wir werden sterben. So wie zu hier ist nichts anspruchsvoll. Jetzt wird es aber gerade ziemlich anspruchsvoll. Ist tot. Das erste Mal im Kampf gestorben. Sie werden doch nicht einschlafen. Wir fangen wieder vorne an. Nein, werde ich nicht. Aber ich hatte den Kampf ehrlich unterschätzt. Jetzt bin ich dann wieder vorne in die Suppe reingesprungen. Ich glaube, ich sollte doch erstmal die Gegner alle platt machen, die hier kommen. Bevor ich neue Gegner spawne, indem ich die Knotenpunkte aktiviere. Ich hoffe, hier kommt nicht unendlich viele, sondern sind begrenzt. Dann können wir die jetzt nämlich einmal alle wegballern. Dann können wir uns gleich auf die Knotenpunkte konzentrieren. Hört sich für mich auf jeden Fall erstmal schlauer an. Dafür muss es natürlich auch aufhören, dass hier Leute kommen. Momentan sieht es nicht so aus. Dann kommen nämlich immer und immer und immer und immer mehr. Wir haben noch nicht einen einzigen Knotenpunkt aktiviert. Oh, jetzt ist es. Es hat aufgehört. Sehr schön. Also, jetzt hat aufgehört. Da sind nämlich gleich schon die Riesen. Jetzt machen wir aber erstmal den Knotenpunkt hier. So. Beschützen. Und ich wähle so lange hier aus. Dann hätten wir nämlich Knotenpunkt Nummer 1 geschafft. Das war der zweite Knotenpunkt. Zweite? Das war der erste. Aber es leckt mal wieder. So, aber in der Mitte sind es wesentlich weniger los als beim ersten Mal. Ja, so klappt's besser. Ich war beim letzten Mal einfach zu voreilig. Ich wollte einfach durchwaschen. Und das war ein Fehler. Man muss hier halt langsam vorgehen. Erst alle Gegner erledigen, dann zum ersten Knotenpunkt. Dann alle Gegner erledigen, dann zum zweiten Knotenpunkt und so weiter und so fort. Dann schafft man das auch wieder easy. Hätte mich auch gewundert, wenn der Schwierigkeitsgrad jetzt plötzlich so dramatisch angestiegen wäre. So. Das war Nummer 4. So. Wow, das nenne ich Action. Hey, der ist jetzt auch auf Level 2. 800 Schaden ist natürlich schon heftig.
2 Knotenpunkte noch. Ach, den haben wir. Ach, der wurde gespeichert vom letzten Mal, oder was? Das heißt, selbst wenn wir jetzt sterben, die Knotenpunkte, die wir haben, bleiben gespeichert? Und dann ist es ja noch einfacher. Dann wäre ich ja vielleicht sogar doch damit durchgekommen, indem ich einfach durchwasche, ohne Gegner zu erledigen. So. So. Hey. Knotenpunkte ausgeschaltet. Wieder zu unserem Problem. Aber wir haben ja auch eh nur noch einen einzigen Punkt, also. Angehen, ich beschütze dich, ich schmeiße alles drauf, was ich habe. Und damit haben wir es geschafft. Hey, Freund! Wow, die explodierende Bohrmaschine war nicht übel. Wer hätte gedacht, dass der giftige Treibstoff aus der Fabrik leckt und für unzählige Leute zur Gefahr wird? Ich! Kugelnhaken. Red Zone Fans atmen giftige Dämpfe ein. Hoffentlich ist kein Allergiker dabei. Das Darkstar Team muss sich beeilen, denn der giftige Treibstoff sorgt auf der anderen Seite der Fabrik für schlechte Luft. Ratchet, du musst in die Fabrik und die Kraftfelder ausschalten, um zur anderen Seite zu gelangen. Showtime! Ich hacke diese Kugeln, während Sie sie aufhalten, Sir. Ja, mach das. Scheiß aus dem Schiff. Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Hackt einfach. Kann ich wohl. Hat unsere Hobbys in Frieden. Tu nur ihre Arbeit, hacken.